Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Deponia Doomsday. Wir haben ja hier beim letzten Mal irgendwie ein Portal nach, was ist das überhaupt hier, zum Jahrmarkt geöffnet. Haben hier so ein bisschen was, schon veranstaltet. Wir müssen den Ort ja quasi so aufbauen, wie wir ihn bei unserer Ankunft vorfinden. Aber irgendwie muss ich den Seher doch irgendwie noch bearbeiten, oder nicht? Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Ja, dann mach mal. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Hat sich da gerade ernsthaft ein Portal aufgemacht? Alter. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Vor allen Dingen, normalerweise, wir haben ja vorhin schon gelernt, wenn wir irgendwas in ein Portal reinstecken, wird's alt. Warum wird der Kopf nicht alt? Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet nein. Mist. Verdammt. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Die Kugel hat gesprochen. Die Antwort lautet... Turbane! Ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Portal hingeht. Zum Architekten. Oh, Kristallkugel mitnehmen. Nanu, hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, huch, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Nice. Können wir das benutzen? Was? Ein Handbohrer? Okay. Und du? Ich hab so eine leichte Vermutung. Wenn das hinhaut... Ja, wir basteln uns eine Bowlingkugel. Jawoll! Also haben wir vorhin ein Zeitportal als Golds Kopf benutzt, oder wie? Warum auch nicht, ne? Manu, wo ist sie geblieben? Aua! Huch! Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann ebenso. Ja, kann man mal schnell machen, ne? Schnell, Vince! Wir sind hier fertig! Gib Gummi! Was ist denn hier los? Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Ja? Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben! Ja. Was ist hier los?
Na endlich. Wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so. Dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil. Ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Ja, ich gebe mir Mühe. Wo können wir denn jetzt, können wir da rein? Ist da ein Wegen Ring? Wegen Hochzeitsvorbereitungen geschlossen. Mist. Wo geht's da hin? Planungstisch, Bohrloch. Ah, der Bohrer ist angehalten. Was können wir am Planungstisch machen? Was? Nein, das ist ja echt passend. Komm, gib mal den Ring her. Das ist natürlich praktisch, wenn man da so ein Ding, so ein Portal drunter hat, ne? Können wir hier sonst irgendwas machen? Ich glaube, die Sirene möchte ich jetzt gerade nicht läuten. Oh, er hat sich aber schnell umgezogen. Da hast du deinen Ring. Und? Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn? Ja, dann könnt ihr jetzt in Ruhe heiraten. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. Freie Bahn mit Marzipan. So. Oh. Wahrscheinlich einfach wieder aufs Knöpfchen drücken, ne? Wo wollen wir denn hin? Was ist das jetzt hier? Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Okay, dann hin da. Ha, Schwamm drüber. Auf geht's. Was? Aua. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Das wüsste ich auch gerne, wo wir hier sind. Lache. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Nein! Das ist doch blöd. Na super. Das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Scheiße. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Verdammt! Was haben wir hier denn noch? Ein paar Zeiger? Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Okay. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Okay. Kann ich die denn mitnehmen? Was haben wir hier denn noch? Ein Zeltlager? Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Okay. Hier haben wir noch eine Armbrust. Armbrüste haben eine fast durchgängige Top 100-Platzierung auf der Liste meiner Lieblingsbrüste. Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenruhe. Ja super, dann brauchst du sie ja nicht. Was ist er denn für einer? Und Mohammed? Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Ja, du kannst dich doch mit ihm unterhalten, oder nicht? Hallo, Fremder. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The West of Dan. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist Mehmet. Ich gehöre zur Einheimischen Legion. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Uhren zu tun hat. Ein Sachse. Ein Sachse. Ich mag das nicht.
Tja, das ist alles mehr oder weniger interessant. Mit starker Tendenz zu weniger. Aber ich muss dringend zurück in meine Gegenwart. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, bedien dich. Hier gibt es massig davon. Okay, ich muss hier weg. Was, Berg? Was will ich denn auf dem Berg? Hä? Was soll ich denn hier? Was? Wie komme ich denn jetzt... Hä? Was ist... Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe keine Zeit für gespendet. Okay, das... Was hat es mit den ganzen kaputten Uhren auf sich? Genaueres wissen wir nicht. Aber unsere Historiker vermuten, dass die Vorfahren sehr pünktliche Leute waren. Ah ja. Das ist ja schon mal gut zu wissen, aber was soll ich hier machen? Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Das ist nicht der Schlüssel zur Lösung all meiner Probleme. Warte. Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Tja, warum nicht? Cool. Kann ich damit aus... Das ist zu weit weg. Ah, okay. Dann muss ich wahrscheinlich hier zum Berg hin und dann von da aus schießen, oder wie? Das ist zu weit weg. Hä? Stell dich nicht so an, Rufus. Kannst du von da aus schießen? Wie weit kannst du nach hier? Das ist zu weit weg. Hä? Wieso ist das? Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Das ist doch nicht zu weit weg. Stell dich nicht so an. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Das ist nicht der Schlüssel zur Lösung all meiner Probleme. Ja, aber sonst habe ich hier doch nicht wirklich viel, oder? Weil den Timepod kann ich ja nicht benutzen, oder wie sieht das aus? Nee, zwecklos. Mist. Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Hilfe. Ich habe keine Zeit. Wenn du Zeit hier gibst. Kann ich ihm dann... Nein. Scheiße, meine Schlüssel kann ich ihm nicht zeigen. Was ist denn hier los? Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Wie kann ich denn jetzt mal... Nein, kann ich auch nichts machen. Ach Mann. Das fängt ja gut an. Kann ich denn aufs Portal schießen? Das ist zu weit weg. Das ist doch nicht weit weg. Das ist zu weit weg. Rufus, das ist doch nicht weit weg. Ich will ja nicht nach vorne, ich will ja hier irgendwo hin. Nein, nein! Du musst doch irgendwie auf das Zeltlager schießen können, oder was? Sonst kann ich hier wirklich nichts machen. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Ja. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Der will mir auch nicht wirklich was sagen. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, bedien dich. Hier gibt es massig davon. Ah, hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier suppt die ganze... Was für... Ja, kann ich denn irgendwie so... Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Okay. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschützer. Temporaler Heckenschützer? Kann ich auf ihn schießen? Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Kann ich aufs Portal schießen? Na, dann wollen wir mal. Was? Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Okay. Nee, zwecklos. Kann ich da durch? Was ist denn hier los? Ja, aber... Was? Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg?
Was zur Hölle ist hier passiert? Nein! Ja. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Was habe ich denn hier jetzt veranstaltet? Mein Ring? Ach, den Ring kann ich wieder mitnehmen. Ist ja auch mal ganz praktisch. Rita? Rita, du lebst. Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja, Goal ist tot. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik. Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Alter Vater. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Alter Vater, ich war doch nur kurz weg. Was ist... Hier wächst gar nichts mehr. Hier wächst gar nichts mehr. Was habe ich denn jetzt veranstaltet? Wo geht's denn da jetzt hin? Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Was? Eingefrorener Rufus, eingefrorener Strudel, eingefrorene Studenten. Ach, meine 4D-Brille. Kann ich die mitnehmen? Die brauche ich dringender als er. Okay, kann ich hier irgendwas anderes machen? Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Das ist eine gute Frage. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Also so ein bisschen wirr ist es ja schon, ne? Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Okay. Warte mal, können wir die Dose da runterschießen? Na komm. Na, jetzt hüpf doch mal schneller, du blöde Dose. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Hä? Ah, okay, jetzt haben wir sie in der Manteltasche. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Okay, kann ich hier sonst noch mehr abschießen? So, die Dinger hier oder so? Ein Profi wie ich überreißt sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Nupsilator. Dafür brauche ich nur meine Finger und immer zwei Finger breit Feta im Tank. Okay, warte mal, können wir von hier aus Feta mitnehmen? Wo ist meine Maus hin? Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. So, kann ich hier sonst noch irgendwas? Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Okay. Also müssen wir jetzt einen Nupsilator finden. Und sonst ist hier nix? Was ist das hier für eine trostlose Gegend? Hier, hast du erstmal was zu essen. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss nur. Iss, mein Kind. Ehrlich. Was kann ich denn hier sonst noch machen? Garagentor? Ja. Nee. Okay, das funktioniert nicht. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Was kann man als Hilfsmittel benutzen? Kann ich das eigentlich einpflanzen? Dazu müsste ich sie erst einmal aus dieser Dose bekommen.
Ich will nicht mit meiner Arbeit verheiratet sein. Eigentlich wollte ich sie immer mit Toni verkuppeln. Die Arbeit, oder was? Das ist ein ganz anderes Kaliber. Ja, kannst du denn nicht mit dem Ding da drauf schießen? Das ist ein ganz anderes Kaliber. Verdammt. Aha, ich sehe Potenzial. Ah, okay. Das war ja was. Die Brille da konnte ja uns quasi diese Portale aufspüren lassen. Und durch das sind wir am Anfang gekommen. Können wir da durch? Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Mist. Ist hier sonst irgendwo ein Portal? Wäre schön. Nichts Neues zu erkennen. Mist. Kann sie uns da nicht hochhieven? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Nee, lass mal. Ich weiß, worauf das rausläuft. Kiste. Wo kriegen wir Werkzeug her? Muss doch sonst noch irgendwas sein. Das Beet, Stadtkern. Aber von hier aus kommen wir doch nicht weiter, oder? Kann ich denn so? Irgendwie bezweifle ich, dass es sich durch Drohungen einschüchtern lässt. Okay, kann ich auf dich schießen? Nur mal so. Das gebe ich ihr lieber nicht. Mir gefällt nicht, wie sie sich die Lippen leckt, wenn ich meinen Bauch ausstrecke. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger? Bist du bekloppt? Du zerschrammst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Ach, dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Können wir den eventuell nehmen? Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Ach ja. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln. Nee, will ich nicht. Nachher. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Okay, können wir den mitnehmen? Können wir den, glaube ich, nicht wieder, oder? Ah, warte mal. Okay, da haben wir eine Bohne. Sag mir jetzt nicht, wir machen hier einen auf Jack und die Bohnenstange oder wie das Märchen heißt. Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Warten? Ich will aber nicht warten. Können wir da nicht drauf schießen? Ich sehe hier kein Potenzial. Weder für Portale, noch für einen florierenden Gemüsegarten. Warte mal. Irgendwas müssen wir da doch machen können. Nee, so nicht. Haben wir hier irgendwas? Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Komisch. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Oder gibt's hier noch irgendwie ein neues Portal? Nichts Neues zu erkennen. Kann ich da drauf schießen? Das Portal ist schon offen. Ach Mann. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Okay, wieder zurück. Da muss ich doch irgendwas machen können. Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Kann ich das irgendwie so? Das ist ein ganz anderes Kaliber. Also ich muss irgendwo was finden, damit ich es wachsen lassen kann. Hat die da vielleicht eine Ahnung von? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest. Nee, ich will nicht in den Ofen krabbeln.
Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Ist nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Nein. Das Einhorn zerschreddert die... Vielleicht ist... Ja. Können wir denn nicht irgendwas... Wieso ist hier kein Portal? Nichts Neues zu erkennen. Das Garagentor kriegen wir nicht auf. Hier wächst gar nichts mehr. Da komme ich das ja nicht Portal, durch. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Kann ich nicht einfach hier drauf klettern und dann da reinspringen? Geht auch nicht. Die Nupsis kann ich nicht benutzen. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Erstmal die Zeitmaschine abschließen, wo immer die auch sein mag. Ein Profi wie ich überreist sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Okay, wo kriege ich einen Nupsilator her und was will ich mit den Dingern? Aber hier oben kann ich auch auf nichts mehr schießen. Die Studenten kann ich wahrscheinlich auch nicht abknallen, oder? Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Nee, ich auch nicht. Ja, wieder zurück. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Naja. Aber ich denke mal, dann mache ich an dieser Stelle noch einen kleinen Cut. Meine Kaffeemaschine meldet sich nämlich gerade, die ist fertig. Ich hatte mir vorher noch Kaffee angestellt. Den werde ich dann gleich erstmal genüsslich verknuspern, hätte ich beinahe gesagt. Ihn mir schmecken lassen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das beim nächsten Mal weiter an. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Ciao.